Ja, hallihallo meine Lieben und einen wunderschönen Nachmittag wünsche ich euch. Ich bin mit dem lieben Mogli auf unserer nachmittaglichen Spaziergangrunde und heute ist es wieder soweit. Ich nehme euch auf diese schöne Spaziergangrunde durch unser Wäldchen wieder mit. Es ist gerade sehr, sehr stürmisch. Ich hoffe mal nicht, dass uns gleich irgendwie ein Baum auf den Kopf fällt oder so. Das wäre nicht so toll. Aber ich dachte mir, ich gehe im Wäldchen, weil irgendwie hatte ich Lust heute. So nach der Arbeit schöner Spaziergang machen. Danach werden dann schön die Füße hochgelegt, ein bisschen entspannt, Essen gekocht und dann einfach den Tag ausklingen lassen. Nicht mehr viel tun, abends noch mal eine schöne Runde mit Mogli laufen. Das ist der Plan für heute, denn Arbeit war wieder sehr anstrengend, Frühdienst. Und ja, jetzt einfach schön den Spaziergang genießen, gleich schön auf unserem Bänkchen vielleicht noch ein paar Minuten sitzen, Füße ein bisschen entspannen und dann geht's auch weiter. Bin mal gespannt, wie sich unser Wäldchen in den Tagen jetzt verändert hat. Bin ich echt mal gespannt, Freunde. Die Woche wird es nur ein Video geben. Das ist nämlich genau das hier, was ich jetzt gerade aufnehme. Weil ich einfach die letzten Tage nicht wirklich dazu gekommen bin, jetzt mehr aufzunehmen. Mal war ich mit seiner Schwester unterwegs, mal war ich mit meiner anderen Freundin unterwegs. Und ja, ich kam halt einfach nicht dazu, mehr jetzt aufzunehmen. Ist ja aber auch völlig in Ordnung. Ich hatte ja immer gesagt, mindestens ein Video die Woche möchte ich rausbringen, wenn ich schaffe, jeden zweiten Tag. Ansonsten bleibt es halt bei einmal die Woche. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung, ne? Ja, ich hoffe, ihr genießt auch dieses eigentlich relativ schöne Wetter. Es ist bei uns halt, wie gesagt, nur momentan sehr, sehr stürmisch. Und es regnet auch des Öfteren, aber von den Temperaturen her ist es eigentlich ganz angenehm. Wäre da nicht der Wind, weil der Wind macht es halt, ja, es ist halt dadurch frischer, also kälter. Och, Mogli, musst du mich jetzt schon wieder eindrehen? Er hat schon wieder hier die Leine, weißt du, so hier, so, das ist, ha? Versteht ihr? Mal läuft er von links vorbei, mal läuft er dann doch rechts vorbei. Da muss ich mich immer einmal drehen. Mogli, Mogli, Mogli. Ja, aber wie gesagt, der Wind, der macht es halt relativ frisch, aber auch sehr angenehm. Und man sieht hier auch, wie viele Stöcke hier überall rumliegen. Also, ich denke, dass da ganz schön viel wütet. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee war, jetzt hier lang zu laufen. Durch den Wald, nicht, dass irgendwas passiert. Hier der Baum, wie ihr sehen könnt, auch der steht nicht mehr lange so, glaube ich. Ich glaube, der wird demnächst umfallen, Freunde. Ich habe so die Vermutung. Deshalb schnell weiter. Nicht, dass der umfällt dann, wenn wir jetzt hier gerade langlaufen. Das wäre nicht so toll. Aber ich hatte halt einfach Bock, durch unser Wäldchen zu laufen. Einfach, weiß nicht. Ich wollte einfach sehen, wie es aussieht. Vielleicht, wenn wir Glück haben, ist unser Bänkchen nicht nass und man kann sich einfach mal kurz ein paar Minütchen hinsetzen, wieder diese schöne Aussicht genießen, bisschen entspannen und dann direkt weiter. Müssen wir gleich mal gucken. Mogli hat natürlich jetzt mega gefreut, ne? Wenn ich von der Arbeit dann komme und dann geht es direkt spazieren. Da freut sich Mogli natürlich immer sehr. Weil Frauchen war ja so lange weg. Ja. Das waren jetzt gut 8 Stunden, die ich nicht da war. Und das ist für einen Hund schon sehr lange. Für einen Hund sind ja 5 Minuten schon lange. Ne? Wenn ich auch immer 5 Minuten nicht da war, ist es auch schon Freude. Weil ein Hund halt kein Zeitgefühl hat. Oder an sich, Tiere haben halt kein Zeitgefühl. Wobei ich da davon nicht überzeugt. Also ich glaube schon, dass die irgendwie so Gefühl haben, ah, jetzt ist Essenszeit oder ah, jetzt ist die Zeit oder so. Weil zum Beispiel zu Hause, ne? Meine Katzen, die wissen zum Beispiel ganz genau, wann dann so die Zeit anfängt, wo man dann schon mal Frauchen nerven kann, nach dem Motto, jetzt ist gleich dann Zeit zum Essen. Ne? Das ist meistens so eine Stunde vorher, fangen sie halt schon an, so ein bisschen, ne? Mein Kater kommt, Mogli wird auch ein bisschen unruhiger und dann guckst du auf die Uhr und denkst, aha, okay, es ist jetzt fast 17 Uhr, Mogli macht sein Geschäft, es ist fast 17 Uhr, Katzen und Hund haben Hunger, ja, 18 Uhr gibt's Essen, deshalb ist es immer dann so eine Sache. Ne? Also ich glaube schon, dass die definitiv Zeitgefühl haben.
Was halt das angeht, muss mal ganz kurz noch meinen Schuh zubinden. Jetzt bin ich aufgegangen. So. Tüte. Weil natürlich so nah am Wegrand mache ich meine Kacke ja immer weg. Wisst ihr ja. Zuknoten und euch natürlich wieder mitnehmen, dass ihr nicht vergesse. Ui, ui, ui. So. Noch wieder relativ frische Pferdeäpfel. Scheint noch nicht so lange her zu sein, dass hier jemand langgelaufen ist. Noch hier Traktor vom Feld. Auch noch nicht so lange her, den Reifenspuren zu urteilen. Und hier, man sieht, heute ist es etwas bewölkter. Also heute ist nicht ganz so schön. Ne? So ein bisschen viele Wolken am Himmel. Es hat auch immer wieder mal so zwischendrin geregnet. Aber dadurch, dass es halt sehr windig ist, treibt der Wind auch schnell die Wolken dann wieder weg. Aber ich sage immer, Regen ist auch wichtig. Wir wollen uns ja nicht beklagen. Wir können ja froh sein, dass wir ihn noch haben, den Regen. In anderen Ländern ist das anders. Da sind sie über jeden einzelnen Tropfen, der vom Himmel fällt, immer sehr, sehr froh. Und auch bei uns wird es weniger. Und schaut mal, wie schön dieser... Seht ihr, wie schön der blüht? Oh, ist das schön, oder? Richtig hübsch. Richtig schön. Und da ist noch mal was in kleinerer Form davon. So ein Ausleger wahrscheinlich. Richtig schön. Ich mag das, wenn alles so schön blüht. Und alles langsam so richtig schön grün ist. Ist schon toll. Und ich glaube sogar, dass wir uns hier die Bank ist sogar gar nicht nass, Freunde. Wir können es auf unser Bänkchen setzen. Ein bisschen, doch leicht feucht, aber nicht nass. Also man merkt das Gefühl, man merkt dieses Kühle, wenn man sich draufsetzt. Aber es ist nicht nass, also es geht. So. Ich stelle euch natürlich erstmal hier ein bisschen ab. Damit ihr auch die schöne Landschaft hier genießen könnt. Und jetzt lauschen wir einfach mal den Vögeln, dem Wind und hören der Natur zu, für ein paar Minuten einfach mal entspannen. Das schön, Freunde, es tut so gut gerade. Einfach mal sitzen und nur dieser Natur zuhören. Schüttel, der Mogli. Schüttel, schüttel macht er. Durch den Wind finde ich auch gerade, man hört auch die Autos nicht so extrem. Dadurch, dass jetzt gerade Wind ist, man hört dieses Rauschen nicht so dolle.
Ach ja, Leute. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang sitzen und einfach nur genießen. Aber ich muss auch weiter. Ich muss weitergehen. Ich muss weitergehen, Freunde, weil wir wollen ja schließlich auch noch nach Hause, der Mugli und ich. Oder ich möchte endlich nach Hause, weil ich bin jetzt auch direkt von der Arbeit nach Hause, habe mir Hund geschnappt und bin gleich los, ja, auf die Spaziergangrunde. Und ja, man ist doch dann ein bisschen kaputt von der Arbeit. Es war dann immer schön, so diese Runden zu machen, auch zu laufen, spazieren zu gehen. Ich gehe da meistens immer direkt, weil ja, es ist 2:30 Uhr, ne? Wo ich jetzt heimgekommen bin. Normalerweise habe ich 14 Uhr Feierabend, aber ich muss heute ein bisschen länger. Und ja, ich wäre auch so gegangen direkt, weil das meiste ist dann auch so, wenn ich mich dann hinlege nochmal oder ein bisschen hinsetze, dann ist auch immer so diese, oh, nochmal aufzustehen und nochmal loszulaufen, ist immer so dieses Ding, ne? Man muss dann doch dementsprechend ein bisschen mehr aufraffen. Deshalb mache ich das immer direkt, schnappe ich ihn mir und dann gehen wir direkt unsere Spaziergangrunde, entweder zu den Teichen oder halt hier durch unser schönes Wäldchen die halbe Stunde und dann passt das. Dann komme ich nach Hause, dann kann ich mich schön ein bisschen aufs Sofa flachsen, einfach ein bisschen Füße hoch, später dann was kochen und dann ja, den Abend ausklingen lassen, ein bisschen am PC was spielen oder halt einfach nur so, ne, bisschen, ja, Filmchen gucken und dann ins Bettchen gehen und schlafen. So ist es eigentlich dann immer am besten. Pferdeäpfel hier reinlaufen, die aber auf der Straße liegen. Ich hoffe mal, dass unser Weg hier nicht ganz so matschig ist. Haben wir jetzt die Tage auch einen Friseurtermin gemacht, dass ich endlich wieder meine Haare mal in eine vernünftige Form bringe. Und dann wird ja Zeit, weil ganz ehrlich, es gefällt mir einfach gerade nicht mehr. Es ist einfach viel zu lang und ach nee. Nee, muss wieder ein schöner Kurzhaarschnitt her. Fotos natürlich dann für euch auf Instagram. Also wenn ihr da noch nicht folgt, gerne auch da folgen. Ihr findet mich da unter Elfriedia und Bellen hören. Ist auch gerade gehört, gell? Mogli. Sieht gerade echt angehört wie ein Hund, der bellt. Boah, der war aber jetzt gerade ganz nah, der Vogel. Aber ich habe ihn nicht gesehen, wo. Also ich habe ihn. Baum sitzt er. Aber ich konnte ihn nicht sehen. Aber der war richtig nah. Spätestens dann, wenn er mir auf den Kopf geschissen hat, weiß ich, wo er war. Direkt über mir. Können wir ihn von hier? Kann man ihn von hier aus sehen? Der muss hier irgendwo oben auf dem Baum sitzen. Oh, das sind das Raben. Ich kann es nicht sehen, weil die Sonne da gerade so ein bisschen rausguckt. Könnt ihr was sehen? Ich glaube nicht. Nee, es ist zu bewachsen, zu dicht. Man kann es leider nicht erkennen, Freunde. Man kann nur sehen,
wie die Bäume sich in dem Wind halt richtig bewegen, ne? Und wie schön das alles hier grün ist, guck mal. So wunderschön. Einfach ein Träumchen. Und es ist ganz schön matschig hier der Weg. Aber wir laufen ihn trotzdem. Scheiß drauf. Auto ist sowieso dreckig. Und bevor ich nächsten Monat meinen TÜV-Termin habe, werde ich es dann nochmal aussaugen. Weil man muss dann immer so ein bisschen ausräumen, das Auto. Und ein bisschen sauber machen vorher. Ne? Hier, schau mal, da ist ein Ast, der hier gerade noch so einfach so drinne hängt. Hier gerade so an dem Blatt. Guck mal, wie schön. Das? Umgelegt. Richtig schön, oder? Ich hätte jetzt gerne ein Foto gemacht, aber ich habe leider nur eine Hand frei. Aber ich habe trotzdem zwischendrin ein paar schöne Fotos gemacht, die ich dann auf Instagram stelle für euch. Mal, da hinten ist so ein Baum, da ist die Rinde. Richtig weg da, nimm einen Baum da. Muglizid. Mowgli will weiter. Muss er jetzt ein bisschen aufpassen durch das Wind. Kann es sein, dass hier ein paar Sachen rumgeworfen werden. Und da habe ich keinen Bock. Da haben sie übrigens an den Ding haben sie eine neue Leiter hingemacht, an den Hochsitz. Wie man sieht. Und hier liegt die alte. Da liegt die alte Leiter. Ja. Wir haben sie da hingeschmissen, hingelegt. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann noch abholen, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube eher, dass das einfach der Natur überlassen wird. War das gerade ein Baum, der gequetscht hat? Oder war das gerade ein Sind die Bäume aneinander reiben? Die quietschen ganz schön, ne? Ich hoffe mal nicht, dass wir erschlagen werden. Hört ihr das? Das ist das Baum, der quietscht. Das ist ein Baum, der quietscht. Ich habe eigentlich bei so Wetter im Wald gehen oder laufen. Kann halt manchmal auch böse sein. Aber ich denke mal, es wird nichts passieren jetzt. So weit müssen wir ja auch nicht mehr. Also alles gut. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie so das Wetter momentan bei euch ist. Ist bei euch auch sehr stürmisch? Regnet es viel oder habt ihr zwischendrin auch schöne Sonnenstunden? Also uns ist zwischendrin haben wir echt schon schöne Tage, wo auch mal die Sonne richtig schön scheint und so, ne? Aber es ist halt trotzdem immer wieder dann bewölkt. Na, die Wolken schieben sich dann direkt vor die Sonne. Dann kann es mal wieder sein, es regnet mal wieder ein bisschen und dann scheint wieder die Sonne. Dann ist wieder stürmisch. Das wechselt gerade so ein bisschen. Und für die Jahreszeit ist es ja auch ziemlich kühl. Na, das muss man aber leider auch dazu sagen. Wir haben jetzt bald Juni. Und ja, so richtig warme Temperaturen wollen noch nicht kommen. Wobei ich glaube, dass wir trotzdem einen sehr heißen Sommer bekommen werden. Dass wir uns da noch ganz schön umgucken. Dass wir vielleicht jetzt die Zeit, wo es doch ein bisschen kühler ist, einfach genießen sollten. Und ihr hört das bestimmt, dieses Geräusch, wenn ich hier laufe, dass der Boden doch sehr matschig ist. Man sieht es ja auch, ne? Überall hier sieht man diese Fußabdrücke von den Leuten, Hufabdrücke von den Pferden,
Pfotenabdrücke von den Tieren, Hunden und so. Hier sieht man zum Beispiel, wie die Sonne sich jetzt da gerade so ein bisschen durch diese Wolken drückt. Ja. Oben ist sie. Und da sieht man die ganzen dunklen Wolken. Ne? Aber dennoch, die Sonne zeigt sich immer wieder ein kleines bisschen. Und drückt hier einfach durch. Schön. Wirklich schön, Freunde. Es wird immer grüner, ne? Von Tag zu Tag, den wir langlaufen, habe ich einfach das Gefühl, es wird immer grüner. Hui! Wäre die Schwerkraft nicht da, dann wäre Mowgli wahrscheinlich davon geflogen bei dem Windstoß, der gerade kam. So, jetzt kommt hier die ganz ekelhafteste, matschigste Stelle. Mal gucken, dass ich ein bisschen außen rumlaufe. Mowgli, pfui, komm. Das ist hier die ekligste Stelle immer. Hier auch wieder ein paar Pusteblumen. Eine etwas nasse Pusteblume hier. Schon halb vom Wind zerweht. Und hier nochmal eine bisschen trockenere Pusteblume. Komm, ist doch mal eine matschige Stelle hier. Ja. Aber da vorne sind wir auch gleich am Auto. Ja, damit ist diese schöne Spaziergangrunde durch unser Wäldchen bei etwas stürmigem Wetter auch schon vorbei, meine Lieben. Ich werde mich verabschieden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Nachmittag, einen wunderschönen Abend. Wann auch immer ihr dieses Video seht, macht es gut, haut da rein. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Spaziergang-Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und tschüsschen.